Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha! Ja, genau. Ja, wir haben in der letzten Folge ordentlich Güter geschafft und mit der Linie, die wir gebaut haben, durchaus einen tollen Durchsatz geschaffen. Und dieser Durchsatz ist schon immens und hier liegt schon ganz viel rum, wenn wir jetzt hier draufklicken. Ja, überall mindestens 100. Deswegen wollte ich jetzt gerade den hier anklicken, dass wir die nochmal kopieren. Wir haben jetzt 10 Fahrzeuge drauf, die haben sich jetzt alle verteilt. Das heißt, die kopieren wir jetzt nochmal, sind auf 20 Fahrzeuge von denen hier. Dann haben wir unsere Kaffeelieferanten. Guck mal, der ist ja nicht mal halb voll. Bald in der Reihe. Aber baut sich ja gerade erst auf. Ja, also da würde ich doch noch warten. Da würde ich eher nochmal, haben wir hier Lager angebaut? Nö. Da würde ich eher nochmal ein Lager anbauen. Und das, was dann vorhanden ist, können wir uns dann safen. 600 Kapazität, 80 schaffen wir. Das heißt, damit sollten wir durchaus ein bisschen was hinkriegen. Dann haben wir jetzt folgendes Problem, bevor das jetzt hier alles wegschwappt. Eskaliert. Müssen wir uns da mal eben kurz einen Ausbau gönnen. Boah, hier kommen die Kleinen aber auch erstmal weg und bauen erstmal was Großes hin. Ja, so standesgemäß. Groß, groß. Ganz groß. 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 Halb so groß. Achso, das sind noch kleiner sonst. Okay, dann nehmen wir noch einen kleineren, damit wir dann ein gleiches, stimmiges Bild haben. Und am Ende noch so eine Rampe. Ja, ich weiß, es sieht auf der anderen Seite anders aus, ist aber nicht so schlimm. Gut. Also da haben wir jetzt erstmal Kapazitäten geschaffen, dass uns das alles hier nicht wegfällt. Das heißt, wir haben jetzt wieder knappe 800 in Reserve und können jetzt in Ruhe unseren Zug ausbauen. Vorher müssen wir jetzt sehen, dass wir die Bohnen alle, die hier rumliegen, dahin bekommen. Das heißt, wir werden jetzt die Tieflader, würde ich sagen, alle in diese Trommeldinger umbauen. Aber wenn wir nichts Besseres haben, ja. Weil man sieht es leider eh nicht. Ach, schade. Haben drei Züge drauf. Drei alte und... 160 Meters. 160 Meters. Wir brauchen Kaffeebohnen. Kaffeekirschen, Entschuldigung. 120, die hatten wir dazu genommen. Langsam ran, ja. Was war der Unterschied? Ja, die sind einfach neuere. Die unteren, die Rommelhöfler. Nee, Höhler. Sind neuer. Ah, die oben, okay, die Agar. Dann würde ich mal Agar nehmen. Nehmen wir die Agar als. 161 Meter. Funktionieren, das sind wir unten. Und dasselbe unten nochmal. Mal höchstens gucken, ob wir ein anderes Zugpferd noch organisiert kriegen. Obwohl, die sind schnell genug. Mit 50. Wir wollten ja keine Übergeschwindigkeit hier. So, jetzt haben wir hier ein Zugunglück irgendwo. Was ist da hier hinten? Na gut, das hat gerade so geklappt. Weil wir hatten den gerade umgebaut. Es knirschte gerade ein wenig. Genau. Also da müssen wir jetzt gucken, ob das soweit passt. Sollte aber eigentlich aufgehen. Ich höre gerade, der Anzug wäre wichtig. Und ich finde ihn ganz hübsch. Ich finde aber auch keinen neuen Anzug. Okay, war nicht gut. So, also wir müssen jetzt wie gesagt sehen, dass wir hier mehr Kaffeebühnchen machen. Da müssen wir natürlich hierfür alles abholen. Guck mal, wir haben alles abgeholt, 100% transportiert und er gesagt natürlich. Juhu, nächste Runde. Jetzt kannst du die LKWs bestellen. Jetzt kann ich die LKWs bestellen, meinst du? Oh, guck mal, die sind so schnell da. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt da, guck mal, hier kommt jetzt gerade einer, hier liegt. Hallo, 152, ja gut, komm. Mal setzen wir mal 5 mehr rauf erstmal. Ja. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir hier uns den Hof vollstellen. Wie lange hat man jetzt gesagt? 90 Sekunden, ja, das ist okay. Gut, also wenn wir damit soweit ausgebaut sind und immer noch was brauchen, können wir auch immer noch ergänzen.
Okay, dann jetzt wollen wir hier unten den Bahnhof bei den Bürgern. Das wird auf Dauer nicht lange gut gehen. Deswegen habe ich die Genehmigung erteilt. Ist ja mein Bahnhof. 2, 3, 4, 5 Gleise. 1, 2 dass wir das Ganze hier erweitern. Ja, das heißt, wir werden jetzt, wir sind eh bei den äußeren Gleisen an der Stelle. Könnten jetzt sogar ganz gut. Guck mal, das passt gerade. Darf ich das im Pausenmodus machen? Jetzt kriegen wir gleich ein Mega-Chaos. Ja, das. Könnte ja, sonst. Sind wir gewohnt, ne? Ja. Das ist eine andere Antwort gewesen. Ja, wir kennen das nicht anders da. Weil der Bahnübergang, der ist ja einfach nicht mehr schön und auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und jetzt würde ich nämlich ganz gerne mit einer Straße des Landes, also Landstraße, einen Tiefbautunnel eröffnen. Würde ich hier tatsächlich anfangen. Mit elektrisch gerade. Dass wir hier nee, ich sag nicht so hoch, aber ein bisschen höher schon. Jetzt haben wir hier so eine Kraterlandschaft, das möchte ich ja auch nicht unbedingt. Machen du jetzt erstmal vierspurig baust? Entschuldigung. War nicht abgesprochen, aber sehr gut, Mann. Das fand ich eine super Idee, habe ich gleich umgesetzt. Yeah. Wie ein altes Ehepaar. Ja, ne? Schlimm, oder? Ja. Also ich würde schon fast auch sagen, dass wir dann als Hauptstrecke versuchen, hier durchzugehen. Es wird eine enge Nummer. Vor allem der Anschluss der Firma muss gewährleistet sein. Könnte schwierig werden. Sehe ich gar nicht so als schwierig an. Da unten drunter durchgehen. Hinten ja, anklemmen. Könnte man auch, aber. Ja. Ich probiere das mal. Ich bin ja ein sehr experimentierfreudiger. Kannte er. Sportlicher Freund. Also es geht gar nicht. Es wäre nur über den Button trotzdem bauen möglich. Nein. Nein, das wollen wir uns noch nicht antun. Also es geht ja mitten über den Bahnhof. Also es würde noch nicht mal. Und man könnte jederzeit rankommen, den abzureißen. Man könnte das Bahnhofsgebäude auch ein bisschen verlagern. Das wäre dann das Haupt, ja, das stimmt. Eigentlich nur das Hauptgebäude nach hinten verlagern. Nicht den Bahnhof abreißen. Also? Nein, nicht den ganzen Bahnhof. Nein, nur in Teilen, bitte. So, dann lass uns das mal so mal kurz lassen. Ja, ich weiß, die ganzen Verbindungen sind gerade weg. Also, da dann. Wenn wir das durchpassen. Dann könnte man hier. Nee. Will ich nicht. Wir würden dann. Mal rausziehen. Ja. Also. Ja. Geht doch. Oder so rum. Spiel. Gut. Endlich sind so, wir auf einer jetzt können Welt. Wir ja wieder Gebäude hinsetzen. Jetzt können wir wieder anfangen, Gebäude zu planen. Bist du zufrieden damit? Sieht gut aus. Ja, erschreckend, ne? Mhm. So, Hauptgebäude. Mal gucken, oh. Wo es hinpasst. Ja, also, Meine Frau guckt auch schon komisch rüber. Was macht der denn für Geräusche? Die Dinger, ja.
wir noch Verbindung zum Terminal hinten? Nee, werden wir noch nicht haben, weil wir die Straße noch nicht wieder angefangen haben. Ja, dann müssen wir die noch zaubern und gucken, ob es funktioniert. Das war die, genau. Alles bestens. Noch die Schienen drüber zaubern. Ja, jetzt müssen nur noch die Schienen drüber passen, ne? Ja, und die Straße frisch angeschlossen werden da vorne. Na. Bei der Brücke. Auch wenn sie schön aussieht, aber 90 ist ein bisschen langsam. Ja, das Junge, da ist Junge. So, dann müssen wir erstmal hier unten die Straße anschließen. Also die auch gleich vierspurig machen. Erstmal so lassen. Ich bin auch gleich vierspurig, man geht eh da hinten beim Tunnel vierspurig. Damit die schon mal für die Zukunft sicher. Dann machen wir hier die Straße beim Bahnübergang weg. Oder den Bahnübergang weg. Weil dann können wir nämlich die Gleise planen. So, hier möchte ich gerne die Gitterbogenbrücke haben. Ohne Bogen, nur Gitter. Erstmal den inneren. Wir brauchen nämlich noch die Kreuzweiche. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Moment. So. Müssen wir eben mit Zielwasser arbeiten hier. So ungefähr müsste hinkommen. Aus, als wenn das nie anders geplant wurde. So, jetzt noch die Kreuzweiche da. Das heißt, jetzt müssen wir mit dem noch daran. Und hier hinter müssen wir noch eine Kreuzweiche. Aber hier drauf die Kreuzweiche wäre ein bisschen sehr. Obwohl mit 103 nicht gerade was Schlechtes. Okay, doch, die 65 ist. Ja, nee, dann. Die habe ich zu spät gesehen. Also versuchen wir mal. 120, 121, ja. Mal gucken, ob er das. Oh, Träumchen. Die ist genauso gekauft. Auch die Bahnsteige und Bahngleise verlängern? Ist eine super Idee. Kannst du schon mal machen? Währenddessen ich da wo, hinten schon mal weiter. War das, dabei kümmerst du dich ums Merchandising. Ja. Ja. Wir hatten auch wieder ganz tolle Kommentare. Hast du die alle durchgelesen? Ich habe sogar welche beantwortet. Na, Alter, schwierig. Ich persönlich? Ja, natürlich. Ja, wenn man schon gefragt wird, wo das Manupedia sein Wissen her hat. Ja, genau. Das lest ihr in Folge 73. Nee. 72 in den Kommentaren. Ich musste mich ja kurz fassen wegen der Zeichenbegrenzung in den YouTube-Kommentaren. Kurz, so, jetzt die unnötigen Straßen noch abreißen. Ja, die müssen ja gleich erstmal wegfahren. Da die, ja, die musst du wieder anklemmen. Ach so, das meinst du, ja. Der eine, der muss ja noch irgendwie wieder runterkommen. Der muss noch irgendwie da raus, das stimmt. Braucht aber keine Ampel. Da vorne sollten wir auch nochmal gucken. Keine Ampel. Da ist schon keine mehr. Und da hinten haben wir nicht viel gemacht. Macht. Gut. Dann haben wir das auch schon mal.
Ja, müsste es ja theoretisch gesehen jetzt dazu führen, dass wir einen größeren Zug planen können. Ja, so könnte man das denken. So, finde ich sehr, sehr gut. Sieht stimmig aus, würde ich sagen. Muss jetzt nur noch mal gucken, die Linie, ja, habe ich mir fast gedacht, das ist aber auch okay. Könnte man auch noch eine Einbahnstraße von hier rüber schicken. Oder, ne, die könnte man auch setzen lassen. Das ist nichts Traumatisches. Wichtigstens ist, dass es die Verbindung bleibt. Okay, ja. Dann können wir wieder Play drücken, ja. Schon. Der Zug will da hinten jetzt rauf. Macht er, sehr gut. Okay. So, dann können wir jetzt den anderen Zug umbauen, ja. Oh, ich sehe schon, da hat einiges mitgenommen, wa? Da liegt aber auch noch. Nicht schlecht. Ja, liegt noch genug rum, auf jeden Fall. Also die... So. Zwei Fahrzeuge haben wir da noch drauf. Ja. Ja. Ja, am Anfang haben die ja nur Brötchen durch die Gegend geschubbert. Also, ersetzen. Elektrisch, habe ich gehört. Ja. Elektrisch und nach Leistung haben wir sortiert. Dann scrollen wir mal runter. Und irgendwie hatte ich da so ein AE12 gehört gehabt. Mhm. Einmal Vorspann, einmal nicht Vorspann. Schaffhausen. Schaffhausen finde ich sehr gut. Eben. Dann gönne ich mir jetzt einfach mal Vorspann brauchen. Na doch, Vorspann brauchen wir, ne? Ja, wegen Schwingung der Oberleitung, ja. Also einmal den und einmal Vorspann. Dann müsste... Oder ja. Andersrum. Mhm. Also vom Abstand der Pantographen wäre zweimal Vorspann. Sonst fängt das nämlich an, so komisch zu wippen, die Oberleitung. Kann so ein Zugbauer, der die Baureihe 426 veröffentlicht hat, verkauft hat, dann nur ein Lied von singen. Vierfachtraktion ist verboten wegen der Schwingung der Oberleitung. Oder Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h. Okay. So, als Hauptgütertyp. Waggon. Ja, wir brauchen ja alle Güter. Also. Ja. Also Brötchen war mal primär. Also Brötchen muss er können. Ja, Burger sollte halt auch. Unsere Bromberg, unsere Brombergs. Doch, dann das heißt. Nehmen wir doch mal unsere Brombergs in deren Varianten. Also 59 Emissionen. Finde ich auch eigentlich schon sehr. Wäre gut. Eigentlich so der First Step. Dann können wir theoretisch auf 600 Meter gehen. Geht das schon auf gut runter? Oder wollen wir auf 3? Alter Schwede, guck dir die Kapazität an. Ja, aber dann müssen. Na, dann würde ich eher 2 Waggons abnehmen und noch 2 Loks dranhängen. Eine. Oder. Ja. So, wir machen mal einen Waggon, eine Lok. Probieren wir mal. Wir hatten Schaffhausen Vorspann. 594, 1200 Kapazität, Leistungswertung ausgezeichnet. Wir probieren es mal. Alle vorne? Ja. Bin ich auch für. Das ist ein stimmigeres Bild als 2 zu 3. Achso, du wolltest 5-Fachtraktoren machen. Alles okay. Ja. Irgendwann mal. Dann. Industrieschließung. Rotstein Bauernhof. Gibt so. Schlimmeres. Ihr changed. So, dann. Mal so eine einfahrend oder ausfahrend oder fahrend mal zu beobachten. Das ist nicht. Nö. Da ist eine. Zulauf. Oder 20. Leer. Leer. Bergauf. Gut, dass sie nur voll runter wird, ne? Ja, wenn der Burger nachgefragt hat. Aber selbst können. Die kriegen wir voll. Ja. Je mehr wir abfordern, umso mehr
Wir hatten Sprit müssen wir. Sprit müssen wir da nochmal auf der Spritlinie müssen wir, glaube ich. Da hatten wir da welche dazu geschmissen gehabt. Zwei Trams haben wir da jetzt drauf. Würde ich vielleicht nochmal verdoppeln. Weil Sprit kommt ja jetzt auch Stück für Stück. Stück für Stück immer mehr. Und dadurch wächst auch wieder die Stadt und. Nachfrage und so. Und so, genau. Apropos Nachfrage und so. Ja. Wir hatten jetzt, glaube ich, das, was wir machen wollten, erledigt. Nö, dein Nahverkehr fehlt noch. Achso, und hier die Kirche wird auch nicht kleiner. Geht der. Ja, wenn wir da eine vierte Lok draufsetzen, kann das eng werden. Ja, aber was fahren die Dinger denn so? Im Moment 50. Ja. Könnt ihr mal gucken, ob man eine 60 km/h Lok hat? Soll ich mal gucken? Elektrisch. Elektrisch und dann Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Puh, wohl. 50, 75 hätten wir die Krokodil. Ja, wäre aber ein bisschen lang. Was ist denn das Kamel? Ja, auch bei 75. Wäre aber nicht so lang. Der Eumel wäre bei 80. Wäre von der Leistung, von der Zugkraft her schon schön, ne? Bis sie besser aus dem Quark noch kommt. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wir wollten ja Nebenbahn fahren. Das weiß ich, dass wir Nebenbahn fahren wollen, trotzdem müssen wir ja die Massen wegkriegen. Meinetwegen können die auch da weiterfahren, dann bleiben die Kaffeekirschen da liegen. Dann holen wir uns die von woanders. Jetzt bestehen. 150. Können wir schon den ersten Dünger mal reinknacken? Ja, könnten wir mal machen, weil LKWs haben wir ja zum Glück. LKW stehen da und warten, weil man ja unbedingt mehr haben wollte. Ja, Kaffee ist nur durch mehr Kaffee zu ersetzen. Ja, das stimmt. Eindeutig. Ja, und wenn man das erst ab 400 Milligramm wird es gefährlich. Hier könnte man auch nochmal aufbohren, weil der Zug nimmt es ja eh mit. Das ist ja der, genau, ja. Der Stoff KA Kaffee. Das ist ja der, der hochfährt. Guck mal, der hat noch so viel Platz. Der hat nur 240 Plätze frei. Aber nimmt auch immer gleich Kaffee mit. Also das ist echt gut. Wir sind jetzt hier zwar am obersten Ende, aber schon gut. Ach, stimmt, wir wollten noch hier Wasser. Wassertrams tauschen. Wassertrams, da hatte Manu noch eine Idee. Eine sind ja nur 30 Stück, die wir ersetzen müssen. Bauen wir jetzt eine Turbo-Diesel ein? Wir haben jetzt ja die elektrische mit 50 km/h. Jetzt haben wir hier natürlich leistungstechnisch gesteigert die Diesel-Variante. Dadurch werden wir natürlich leistungstechnisch besser aufgestellt und die werden sogar noch schneller. Und dadurch ja, mehr Leistung am Berg. Wenn wir jetzt hier uns den Hang angucken, fahren ja immer unsere Milch-LKWs, fahren unsere Trams immer weit, weit weg. Ist halt so am Berg, ne? Am Berg wird gekämpft. Ja gut, aber wenn sie schon mit mehr Schwung reinkommen, ja, das stimmt. Finden sie mal 2-3 km/h Gewinne und runter zu fahren sie dann 60 anstatt 50, also. Ja, ich bin da absolut bei dir, Mann. So, das hätten wir auch. Guck mal, hier fahren sie auch hübsch durch. Herrlich. Herrlich, herrlich. Wie sieht das hier bei den Bürgern aus? Es fehlt da immer noch Fleisch. Bleibt das Fleisch? Auch eine große Bohne schon. Hm. Müssen wir die Dampfzüge vielleicht auch nochmal aufpimpen? Gehe ich einfach mal von aus. Fahrzeuge verwalten und müssen ein paar Waggons dranhängen. Erstmal müssen wir gucken, hier passt das von der Länge her. Unten müsste das aber auch passen von der Länge her. Wird gleich lang sein. Ja, der müsste gleich lang sein. Also wir haben jetzt schon 6-fach Traktion, ne? Ja.
Aber die Linie macht ja genügend Plus, also würde ich das schon 6 aus 28. Mit 7 aus 35 und 8 aus 40. Was? 8 aus 42. Was? Was haben wir das überhaupt drauf für den Log? Wie heißt die? Baureihe 28? 23, Mann. 23. Das hättest du doch wissen müssen. Ja, so bei den Vorkriegsdingern. Sorry, so alt bin ich dann doch noch nicht. Da ist die 23. So, und dann haben wir davon die DRG oder die DB? Die DB. Die DB, weil... Also brauchen wir davon 1, 2 mehr. Da wir schon mal da sind, 1, 2 mehr. Bleibt immer noch bei gut, ey. 1, 2 mehr. Dann hilft wirklich nur noch Diesel. Könnte man natürlich auch machen auf der Strecke. Das fällt dir jetzt ein, oder was? Das wo ich schon. Ey, den können wir auch ersetzen. Ja, dann lass uns ersetzen und dann nehmen wir mal die ML. V300, meinst du? Die V300 als ML-Version. Oder die Lolo. ML 3000. Ja, die hat recht viel Zugkraft und auch Leistung. Ich schätze jetzt einfach mal in der Vierfachtraktion. Ich schätze. Probieren wir mal. Was können die? So, die dann, auch? Nee, die können nur nee. Bindewasser, Dünnsäure wegen. Genau. Da hatten wir die alten Rommelhöller. Ne? Ja, ja, die können nur 100. Okay. Also jetzt aus 600 Meter Länge. 600 Meter Länge. Also noch eine dran. Ein Löckchen. 1, 2, 3, 4 weg. Dann sind wir bei 1100 Kapazität. Und häng noch einen ran. Hilft auch nicht. Bei 1100 kW in der Vierfachtraktion. Wird man sogar noch eine Fünffach sogar schon? Tatsache. Ja? Ja, würde ich vielleicht noch ein, zwei Wägelchen dranhängen, wenn wir eh nur gut sind. Dass wir die 600 Meter kriegen wieder. Preis? Einnahmen? Ja, und? Ja, und, sagt er. Macht mich irgendwann nochmal pleite, ey. Bitte mal teurer. 500 Millionen nur noch. Ja. Er hätte auch alles mitnehmen können, ja. So, jetzt kommen langsam die Riesenlastenschweine. Von 600 Metern Länge, das ist schon langsam eine spannende Geschichte, ne? Also das ist schon nicht ohne. Aber jetzt, ja okay, jetzt hält sich aber. So, wie sieht das hier aus? Baut sich schon wieder aus, das ist sehr gut. Nochmal 5 LKWs. Hier, oh, läuft auch sehr gut. Nichts auf Lager, schwierig. Das stimmt. Was kommt da jetzt gerade was? Siehst du? Ist doch was auf Lager, Mann. Jetzt schnell mal durchgeackert. Genau. Oh, stimmt, hier sind keine LKWs mehr. Die sind alle losgefahren, weil sie. Bullsinn. Weil Timeout ist, ja. Oder? 42? Nee. 21. Nee, okay, dann. Also, die fahren nicht voll. 3. Mit 3 kann noch mal umdrehen. Den brauchen wir lieber noch mal da hinten. Was hat der hingeladen? 21. Wir müssen schon fast die Straße ausbauen, ne? Deswegen. Der Verkehr, der hier ist. Oh, nein, vierspurig? Nee. Nein. Würden wir hier wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Ja, weil wir die Schiene ja an die Straße geschmiegt haben. Genau. So, man kannte ein bisschen doof, aber das macht nichts. Das kannte gerne. 800, Tendenz steigend, das ist ja schon mal schön. Da kommt schon der nächste Diesel raus. Na gut, dass wir die Straße so gelegt haben, dass wir nicht warten müssen. Mhm.
Sonst würden wir nämlich mit unseren LKWs nicht hinkommen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Einen schönen Aufenthalt. Merlino, vielen Dank für deinen Restart, mein Lieber. Ja, oh, guck mal, da fährt. Hatte der nicht Probleme in der Steigung? Ja, die kommt jetzt erst noch, oder? Nee, die Steigung ist hier. Stimmt, ja. Er ist nicht ganz voll. Ja, unsere Tapete wird noch geliefert. Hier für die Rückwand. War das? Also wie gesagt, ich lese alle Kommentare, ich schaffe es noch nicht immer alle zu beantworten. Deswegen seid mir da bitte nicht. Das große Meer im Hintergrund. Nebelbank. Das große Meer im Hintergrund. So. Okay, der ist jetzt leer und hier haben wir jetzt drin 900. Das ist schon mal richtig gut. Wollen wir mutig dahin gehen? Ja, würde ich sagen. Man kann ja im schlimmsten Fall bei dir auch die Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Ich sehe schon, unsere Zuschauer möchten wirklich Flugverkehr sehen auf der Karte. So. Ja, das könnte für sich vielleicht noch ein bisschen hinziehen. Ja, vielleicht Kaffee, Tiefflugexpress. Wie gesagt, Merlino, vielen Dank für 18 Monate und Rettel, vielen Dank für deinen Resub im 21. Vielen Dank für deinen Support. So, das heißt, das haben wir hingekriegt. Jetzt haben sie auch einen höheren Durchsatz. Genau, jetzt kriegen wir hier nochmal ein bisschen mehr und auch zum Bahnhof hin wieder ein bisschen mehr. Sodass der Zug dann, also den großen Zug, den wir gerade gebaut haben, dass der dann halt auch voll wird. Na, so ist der Plan. Gut, ÖPNV war angemangelt. Mhm. Auch in den Kommentaren. Wenn wir uns auch nochmal mit drum kümmern. Hier kommt er gerade. Wie viele Züge haben wir da jetzt drauf? Ja. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ja. Alter Schwede. Wird eng. Mhm. Da müsste vielleicht auch noch mal optimieren. Ja, du hast ja schon 100 Millionen gemacht in der Zwischenzeit. Ja, ein Glück. Sonst können wir die Staffel an den Nagel hängen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja, die Staffel der Nachhaltigkeit an den Nagel hängen? Nee. Ja. Skopau hat Manu seinen Wald gekriegt. Das finde ich so geil, ne? Dieses Random Spawn. Das ist richtig gut geworden. Einmal Bahnhof abräumen mit Kaffee. Ja. So, und nur Sprit oder was? Natürlich nur Sprit. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch mehr Züge drauf haben müssen. Ja, oder wir müssen Tankwagen spezial dranhängen, wo man sagen, okay, da kommt ein Tank. Ja, und das nächste Flugzeug ist auch im Anflug. Alter, was ist los? Schrage, auch dir vielen Dank für dein Resub im 22. Monat. Vielen Dank. Das wird ja der nächste dann gleich durchkommen. Ah, wie gesagt, das reicht nicht, ne? Dauer wird das nicht reichen. Viel länger kriegen wir den Bahnsteig nicht, es sei denn, wir gehen den halt nebenan. Wir gehen hier links an die Seite, machen hier einen Kopf hin. Dann könnten wir eventuell länger werden. Wie schaut es denn aus mit einzelnen Wegen durch Tankwagen ersetzen, dass wir mehr Sprit mitkriegen? Er nimmt ja im Moment nur Sprit mit. Ja, ja, aber dass wir mehr Kapazität dann beim Sprit haben, weil Sprit wird immer kommen. Man könnte eventuell halt einen Zug machen, der ohne Sprit ist, dass man auch die anderen Sachen mal mitkriegt und einen Zug, der rein kapazitätstechnisch Sprit abarbeitet. If you know what I mean. I understood. This is great. That's great, mein Lieber. Das ist gut. Also das läuft sehr gut, finde ich. Das ist eine Besserung. Hier hinten eigentlich scheint das nicht besser zu werden. Das müsste die hier sein, die so überlaufen ist. Ja, sollten wir vielleicht... Auf Doppeltraktion? Ja, würde ich fast sagen.
Also viel mehr will ich da nicht reindrücken. Nee. Aber auf Doppeltraktion können wir gehen. Haben wir ja die Vanilla, ja. Genau, dass wir da einfach mal ein bisschen drauf kriegen. Kapazität reinkriegen. 46 sogar. 46 ist schon eine Hausnummer, da kriegen wir schon einiges mit. Aber sie fährt auch fast kostendeckend. $898 nimmt sie ein. Im Winkel fährt jetzt. Im Winkel. Da kommt schon die nächste, also der Takt ist sehr, sehr gut. Sehe meine entzündeten Augen hier. Eine fürchterlich hässliche Straße. Ja. Oh. Dann können wir wieder auf Auto gehen. Die können wir auch gleich ausbauen. Es passieren komische Sachen. Okay. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Also ein kleines Ticken hätten wir jetzt noch. Was haben wir hier jetzt noch? Brote und Kraftstoff, alles nach unten. Okay, aber da haben wir jetzt noch die größeren Kapazitäten drauf. Also das sollte eigentlich funktionieren. Ach, der ist gerade erst weg. Rappelvoll. Wie viel hatten wir da drauf? 2. Ein mehr? Ja, können wir schon machen. Ich denke auch. Müssen wir nachher nur gucken, ob das von der Strecke her kapazitätstechnisch noch passt. Weil da ja auch die ganzen Getreidezüge drüber fahren, aber ich glaube, das könnte ganz gut passen. Bei Getreide müssen wir dann mal gucken. Da gibt es ja dann, wenn wir den nächsten Zeitsprung machen, gibt es ja dann nochmal bessere Waggons. Ja. Da gibt es 10 Füße mehr, 10 Foot more. So. Wasser müssen wir wirklich gucken, dass es so weit passt. Ansonsten müssten wir da noch einen Zug bauen. Auch noch einen Zug bauen. Wir haben da so viele Waggons, so viele Trams jetzt drauf. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen so kommen, dass wir da noch einen Zug draufsetzen. Also, dass wir da auch auf die Schiene gehen. Ein Wasserpendel noch bauen. Ja, ein Wasserpendolino. Das heißt, wir müssten dann hier mit ran. Boah, und der Bürgermeister Schkupper fragt wegen seiner Abdeckung, die nochmal kontrollieren könnte. Jetzt eh was schon nichts. Abdeckung? Ja, so personenmäßig und Güter. Und Güter. Meine Güter nochmal. Also, wir werden ja wahrscheinlich hier hinten mit einer Straße rangehen. Also würde ich theoretisch jetzt sagen, wir gehen jetzt hier quer. Fährst du quer, siehst du mehr. Dann würde ich schon fast so mit dran gehen. Und hier rüber. Eine kleine Brücke bauen. Würde die Brücke erst bauen und dann anschließen. Machen wir anders. Haben wir in der letzten Session doch gemacht, Mann. Ja, jetzt kriegst du nochmal Exklusiv-Content für diejenigen, die jetzt hier mit reinkicken. Also man geht zuerst rein mit einer schönen Steigung. Also nicht zu steil, aber so. Okay, war ein Glücksbaum. Weil dann hat man nämlich schon die Steigung drin. Okay, das geht bei der Straße scheinbar nicht so. Die Maschine war letztes Mal geschafft, ne? Maschine hat man das hingekriegt. Ja. Weil der die Plattform da reinsetzt. Ja, das macht dabei. Oder
macht er das, wenn wir den so bauen? Ne, er baut immer eine Plattform. Okay. Ich würde einfach jetzt erstmal eine Brücke drüber zaubern. Dann ist das sich hier. Die dann anschließen. Nicht die Maus fallen lassen. Vier? Nee. Da brauchst du keine Angst haben, Manu. Fliegende Brücken? Gerne doch. Ein bisschen geschwungen, bitte. So, ne? Ja. Und ja, auf der anderen Seite da. Hey. Ja, reicht jetzt nicht. Jetzt sieht's. Oh, jetzt sieht's. Ah. Okay. Ja. Kann man so machen. Also. Dann können wir hier natürlich noch exklusiv. Straßenbau. Wenn ich jetzt vielleicht, warte mal, machen wir jetzt mal anders. Ah, da stehen schon Häuserchen dran. Mhm. Ja gut, wir können natürlich nicht alles immer nur gerade bauen, aber ich würde an der Stelle schon versuchen, dann gerade zu werden. Könnten wir nämlich hier den sauberen Straßenanschluss hinkriegen. Den immer noch dazu. So, dann gehen wir hier hinten weiter. Das finde ich schon alles gar nicht so schlecht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur glätten. So. Weil dann können wir das Ganze hier nämlich nachher. Guck mal, da cool, dann nutzt schon einer die Straße. Und dann fährt er hier gleich auch die Straße und raus. Und Zustall finde ich das. Ja, Zustall finde ich die Brücke auch nicht. Also in Großbritannien habe ich Schlimmeres erlebt. So, also das. Finde ich schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte. Da können wir auch schön Linien durchzaubern. Das war so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Wir werden auch hier mit Sicherheit noch Brote wollen hier noch hin. Obwohl hier eigentlich eine relativ gute Brotabdeckung schon noch mit drin. Ja, also fehlt eigentlich nur ein Häuschen. Okay. Boah, die Kaffeeabdeckung ist ein anderes Thema. Den Zopf könnten wir auch noch ausbauen. Der Zopf ist noch optional ausbaufähig. Ja, da könnten wir jetzt noch so eine schnieke kleine. Hier drüben, die Stelle, ja. Okay, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch die Tram rüberjagen. Ja. Am besten über den Berg hinten rum, über den Tunnel. Die Frage ist jetzt auch, das muss der Bürgermeister aber entscheiden, ob wir jetzt hier noch einen zweiten Anschluss machen oder ob wir das freilassen für weitere. Wird er uns sicherlich zeitnah beantworten auf deine E-Mail hin. Ach, wenn, E-Mail. Wenn du sie mal abschicken würdest. Kein WLAN. Ja, in deinen ganzen Zügen kein WLAN. Ah. Naja, so okay. Würde ich sagen, mit diesem Überblick. Würde ich auch sagen, machen wir gleich noch zwischen der Folge eine Besprechung und dann seht ihr in der nächsten Folge, was wir dann daraus machen. Würde ich sagen. Ui, wei. Jetzt wird's voll hier für Kantopolis, oder? Wieso ist so viel hier? Forderung, Abforderung. Ja, das Fleisch kann man. Das ist ein Burger-Transfer hier.
Ja, musst du den mal modernisieren. Das sind ja noch. Ach gut. Die fahren, warte mal, die fahren nur hier rüber, ne? Die fahren nur darüber, also müssen wir die vergrößern. Also würde ich auch sagen, das gehen wir doch auf diese. Machen wir gleich und dann machen wir die ja. Auf die mit Anhänger, ne? Treibstoff. Treibstoff. Das sind nur Treibstoff. Ach, deshalb hat man die gewählt. Die könnte man da nehmen, eventuell. Im Moment laufen die 11. Weil Cargo. Da haben wir noch andere. Ne, haben wir gar nicht. Warum mit den das waren die Fiats Autocari. Die Fiats, haben. Genau. Die konnten keinen Sprit. Konnten keinen Sprit. Was ist mit dem Bedford? Der war ja, glaube ich, ganz unten, oder? War fast ganz unten. Der Volvo war nicht da unten, ist der Bedford, ja. Ja, der kann. Der kann alles. Oh, so bis 36, 70 km/h, 8-fach Ladegeschwindigkeit. Weiß ich. Also so viel besser wäre das nicht. Wir gucken gleich mal. Wir schauen mal. Man könnte ja zur Not auch noch Misch-LKW-Betrieb machen, sprich, dass wir einen Kraftstoff-LKW fahren lassen. Und die anderen mit Hochkapazität. Die anderen mit der Hochkapazität, genau. Müssen wir mal gucken. Ja, das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, oder? Genau. Das war es soweit von dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.